Ja, hallo, ich grüße euch. Und zwar hatte ich ja neulich einen Vergleich gemacht mit SDR Play. RSP2 Pro war das, ne? Mein, ja, so heißt der. Und dem Noelic Version 5. Da hatte ich schon einen Vergleich gemacht, aber da waren Fehler drin, auch in der Beschriftung und so weiter. Das dachte ich, oh, das kann ja zu, kann ja in die Irre führen irgendwie, ne? Und außerdem habe ich mir gedacht, ich werde das dann vielleicht separat machen. Also einen Test nur mit Kurzwelle, dann den nächsten mit anderen Frequenzen, sonst wird das so ein Kuddelmuddel. Und die meisten interessieren sich ja auch dafür, was der Noelic auf Kurzwelle so bringt halt, ne? Ja, jetzt bin ich hier jetzt gerade auf Kurzwelle und mit dem Noelic. Man sieht es hier an der Einstellung RTL SDR. Ich werde es auch nicht mehr beschriften, weil meine Software ma haut da selbstständig irgendwelche Fehler ständig rein. Selbst wenn ich die korrigiere, dann auf einmal macht es da in Eigenregie irgendwelche komischen Sachen. Deswegen sage ich es jetzt einfach an. Also worauf wir jetzt achten müssen, ist hier rechts oben diese Anzeige. Das ist der Signalrauschabstand, also der eigentliche Gewinn, die oder die Qualität des Empfangs. Und je höher der Wert, desto besser, ne? Ich habe jetzt zwei Antennen zur Verfügung. Einmal die passive AOR SA7000 Antenne, das ist eine Breitbandantenne auf meinem Dach, so eine Stabantenne. Die empfängt sehr gut, aber die liefert eher ein schwächeres Signal. Und dann habe ich ja noch eine Dipolantenne aus 8 Meter Klingeldraht, also 2x4 Meter in unterschiedliche Richtungen. Und da habe ich so einen TV-Vorverstärker dran, der wie ich euch jetzt schon verraten kann, der bringt eigentlich bei Kurzwelle eher einen Nachteil. Dafür bringt er Vorteile in den höheren Frequenzen, zum Beispiel bei den Wettersonden, so um die 400 Megahertz, ne? Das liegt auch an der Zuleitung, an der 15 Meter Zuleitung, die ich da dadurch etwas ausgleichen möchte. Gut, das machen wir dann halt separat. Also jetzt erstmal Kurzwelle. Ich mache es mal lauter, damit wir das auch hören. Wir haben es ja jetzt 15:38 Uhr Ortszeit, also 13:38 Uhr UTC. Und ich weiß jetzt nicht, was für Sender das sind. Das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Es geht jetzt nur darum, dass wir uns jetzt merken, erstmal das Erlebnis selbst, wie es sich anhört, ob es verrauscht ist und so weiter. Und dann sehen wir ja auch hier den Signalrauschabstand, ne? Und das ist jetzt also die AOR SA7000 Antenne. Jetzt schalte ich mal ganz kurz um zur Dipolantenne mit Vorverstärkung. Und obwohl hier jetzt Gain auf 0 ist, ich könnte auch RTL AGC machen oder Tuner AGC, es wird nicht besser, ne? Dann, ich habe hier diesen Antennenumschalter, CX5 heißt der, von Albrecht ist der. Für Kurzwelle geht der, aber noch tiefere Frequenzen sollte man mit dem nicht unbedingt hören wollen. Dazu ist der nicht gut genug. Aber so für Kurzwelle ist okay. So, hier haben wir also diesen Sender. Jetzt gehen wir mal auf die nächste Frequenz. Musik. So, hier haben wir auch noch einen Sender. Ich schiebe das hier mal rüber. 945. Das ist jetzt die AOR SA7000. Und da kommen wir auf ungefähr 35. Aber sehr verrauscht. Der geht auf 40. Ich denke mal, die Verstärkung kann man so
in der Mitte haben. Ich schalte nochmal um auf die Dipol kurz. Ja, ist zu viel, ne? So, was haben wir hier? Kurz auf den Dipol. Ihr seht es ja auch, ne? Ich habe extra die zusätzlichen Automatiken hier mal ausgelassen, damit es ein stabiles Bild ist. Von der Farbe hier auch, ne? Also ist es gar nicht mal schlecht, ne? Empfängt richtig viel hier. So, und jetzt wechsle ich mal den Empfänger. Jetzt wechsle ich mal zum SDR Play. Dazu gehe ich hier auf SDR Play. RSP2 hat er ja richtig erkannt. 5 MHz. So, wie habe ich das hier mit der Verstärkung? LNA Gain. Ich nehme das erstmal zurück. Vielleicht so auf die Mitte. IF AGC habe ich eingestellt. Dann schauen wir mal. Das ist jetzt mit der AOR. AGC habe ich jetzt mal weggemacht, damit das nicht immer so hin und her springt. So, jetzt muss ich hier mal... Also das Signal ist ziemlich stark, deswegen ist der Huckel so hoch. Zoome ich hier mal rein. Antenne A habe ich ausgewählt. Ja, es hängt natürlich viel von den Einstellungen ab. Da kann man nicht zu eilig Rückschlüsse ziehen. Na, wenn ich hier jetzt höher gehe, kommt ein ganz anderer Sender rein. Gibt's so ein Kuddelmuddel. Ich mach mal so. Ah ja, da regelt er ihn automatisch runter. Dann lasse ich es vielleicht einfach mal so. So, hier oben sieht es eigentlich ähnlich aus. Gehen wir nochmal hier in diese Richtung kurz. Da hatten wir ja auch noch Sender. Da war ja beim RTL, waren wir bei 40, das ist hier auch so ähnlich. So, jetzt schalte ich mal auf den Dipol um, mal gucken, wie er da drauf anspricht. Kann er besser ab, ne? Die Verstärkung, aber jetzt streut ein anderer Sender rein. Muss ich den hier zurücknehmen? Also er kommt mit dem stärkeren Antennensignal scheinbar besser klar. Jetzt wieder die AOR. Und dann muss ich hier mit dem LNA ein bisschen höher gehen. Also der Noelic war jetzt gar nicht so schlecht, ne? Mhm.
Jetzt noch mal kurz den die Polantenne. So, dann gehen wir noch mal auf eine höhere Frequenz. So, hier sind wir jetzt bei 40. Ach, die machen da wieder so einen Sprachkurs. Ne? So, jetzt kommen wir hier auf 30, bisschen mehr als 30. Da wird es schlechter. Ja, so auf der Mitte ist es wohl am besten hier mit dem SDR Play. Ich mache nochmal kurz die Pol. Müsste ich natürlich hier zurückgehen. Dann gleicht sich's ungefähr aus. Ne? Ist aber besser mit der passiven Antenne, ne? Etwas. Gut, so, jetzt gehe ich nochmal zurück auf den RTL, auf den Noelic. Jetzt sind wir hier natürlich... Antenne wechseln. AORS A7000 Antenne. Ist aber verrauschter, ne? So, jetzt gehe ich mal auf die Polantenne. Oh. So, nochmal zur AOR. So, 17.800. Die Pol sieht man ja sofort, ne? Den Unterschied. Nee, war zu viel Verstärkung. Was ist denn hier eigentlich? Auch irgendwas. So, dann wollte ich mal probieren,
ob wir hier was empfangen. Das ist RTTY. Da höre ich aber jetzt gar nichts. Muss ich mir auf die andere Frequenz gehen? Ja, das ist besser. Deutlicher Unterschied. So, da kommen wir hier auf knapp, ja, so 25. Und da gehe ich mal jetzt auf die, beziehungsweise ich mache erstmal hier. Ja, es wird ein bisschen besser. Ja, proportional. So, jetzt die Dipol. Und nochmal zurück. Also da bringt's etwas, ne? Mit der Verstärkung. Ja, da bringt's deutlich einen Unterschied. Einen positiven. So, jetzt gehe ich auf... Jetzt wechsle ich aber vorher die Antenne. Jetzt gehe ich auf den SDR Play. Okay. Ist jetzt mit der AOR. So, wie haben wir es denn hier? Knapp über 20. 25. Ja, es wird irgendwie proportional besser, ne? So, und jetzt schalte ich um auf die Dipolantenne. Ja, da macht es sich positiv bemerkbar mit der Vorverstärkung. Kann ich jetzt sogar zurück. Ja, komme ich jetzt auf 35 bis 40 sogar. Und das ist ein schön klares Signal. Kann man sehr gut dekodieren. Einwandfrei. So, jetzt gehe ich mal auf die Langwelle. Mal gucken, was passiert. Da muss ich natürlich vorher, hatte ich ja jetzt schon umgeschaltet auf die AOR. So, nochmal. USB, ja. Wieso haben wir denn da jetzt Sprache? Da muss ich wahrscheinlich hier mal die das hier ein bisschen schmaler stellen auf 2 MHz. Das meistens hilft das. So, nochmal. Da höre ich jetzt nichts. Ah. Hier, da ist was, ne? Also das macht jetzt eigentlich keinen Sinn, aber ich schalte mal auf den Dipol. Nee. Langwelle kann ja nicht so gut. Müsste ich eine andere Drahtlänge haben. Aber man hört schwach das Signal. Hier ungefähr, ne? In dieser Einstellung ist es am besten. Nicht gerade laut. Komm, zappelt hier so bei 10 bis 15 rum. So, jetzt den RTL. Da bin ich mal gespannt, ob der das auch schafft. RTL. Tatsächlich.
Oh, das ist ja nicht schlecht. Muss ich hier etwas zurück? Da bin ich jetzt und gut sogar, ne? Erstaunlich. Da bin ich jetzt überrascht. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Jetzt mache ich mal auf den Dipol. Nee, das kann er nicht. Da bin ich jetzt wirklich ganz egal, wie ich hier die Verstärkung einstelle. So, jetzt mache ich mal aus Neugier also die Automatik an. Das würde auch gehen. Da kein Unterschied, ne? Also, da muss ich wirklich sagen, da bin ich jetzt vom RTL, vom Noelec, positiv überrascht. Hat ja auch auf Kurzwelle, gut, da war der SDR Play im Vorteil etwas. So, jetzt sind wir wieder auf Kurzwelle. Das ist jetzt die Dipolantenne, jetzt AOR. Einwandfrei. Jetzt nochmal zurück auf Langwelle. Nee, jetzt ist er weg. Eigenartig. Wetterfax. Na gut, dann machen wir abschließend nochmal. Gehe ich mal aufs 31 Meter Band, da waren wir ja noch gar nicht gewesen. AM. Das ist jetzt die AOR. Was haben wir denn hier? Hier ist. Ach, ist ja sogar Deutsch. Ist wahrscheinlich der Rumäne. So, jetzt gehe ich mal auf die Dipolantenne. Fünfunddreißig bis 40. Jetzt streut ein anderer rein. Ich könnte natürlich auch hier den ein bisschen enger machen. Hilft aber auch nicht, ne? Nochmal zurück auf die AOR-Antenne. Das ist jetzt natürlich ein Vorteil, dass die schwächer ist. Dadurch fängt sie sich keinen Müll ein. So, auf dem Sender bleibe ich jetzt mal und wechsel die Antenne auf den SDR Play. AOR SA 7000 dran. Passivantenne. SDR Play. Von lehrkräftigem und nicht lehrendem Personal in diesem Monat Besser, ne? Muss man neidlos 25 und bis 2027 zugeben. einen Bonus von 1500 Lei für Lehrkräfte und 500 Lei für Also klarer, ne? Personal zu geben. Weniger Rauschen und Neueinsteiger werden ebenfalls auf dem Niveau gut, das ist jetzt die passive Antenne. in der Wirtschaft liegen. Darüber hinaus hat die Regierung zugesagt, 50% der Differenz zwischen den So ist noch besser, ne? Gehältern und der neuen So, jetzt Achtung, jetzt gehe ich noch mal auf die Dipolantenne. Zack. Rauscht es. Ist zu viel. Für Kurzwelle-Rundfunk ist das einfach zu viel.
Ausgabe der Unitärgala hat am Montagabend AOR Kulturhauptstadt Europas ihre Gewinner ausgezeichnet. Besser, ne? Viel besser. Gut, ich denke, das soll es mal gewesen sein. Also ich fand es jetzt wirklich interessant, dass der Noelic Version 5 in der Langwelle so toll war. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Und ich finde, er schlägt sich. Ich meine, das Ding kostet 37 Euro, ne? Der SDR Play kostet, wenn man, also dieser hier, der wird ja nicht mehr hergestellt, aber der war ja 250 bis 300 Euro. Und ja, und der Noelic ist ja auch kein China-Clone, ne? Das ist ein ganz reguläres Gerät, was man ganz legal auch benutzen kann und so weiter. 37 Euro, ne? Also dafür bringt er jetzt aber wirklich viel. Gut, also der SDR Play ist natürlich ein sehr empfindlicher Empfänger. Der ist schon klasse, ne? Naja, aber Hut ab, also muss ich wirklich sagen. Also für jemanden, der sich jetzt nicht auf Kurzwelle total spezialisiert, finde ich das ein super Allround-Empfänger, nennen wir es mal so, ne? Oder Weltempfänger. Weil der kann ja von 100 kHz Langwelle bis 1750 MHz. Alles klar, das war's schon. Dann wünsche ich euch alles Gute. Viel Freude bei allem, was ihr so anpackt heute. Ich habe heute was Lustiges erlebt. Gestern habe ich ein Paket abgeschickt mit DHL, ne? Und da war einfach nur so ein Hochstartgummi drin für ein Segelflugzeug, für so ein Modellflugzeug, ne? Kleines Paket, 2 Kilo, nichts Besonderes. Heute kommt plötzlich der DHL-Typ und bringt mir das Paket zurück mit einem Gefahrgutaufkleber drauf. Hä? Also mit so Batterien drauf, ne? Und so einem Explosionszeichen da und so weiter. Dann habe ich das gegoogelt. Ja, und das ist halt, wenn man halt elektronische Geräte verschickt, wo ein Akku drin ist, nicht? Und das muss man dann besonders deklarieren oder so. Ja, was kann man da noch sagen, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr schön gesund bleibt. Auf allen Ebenen. Und viel Erfolg bei allem, was ihr so noch anstellt. Und bis zum nächsten Mal. Große parteiübergreifende Koalitionen. Jetzt ist der Moment gekommen für einen weiteren Versuch. Die Premierminister-Rokade.